Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Ich stehe in kleinen Budapiküche und es gibt gleich auch ein ganz kleines Rezept. Aber ich möchte euch viel, viel mehr ein Lebensmittel vorstellen. Und ja, es ist ein Lebensmittel. Und zwar geht es heute um Cannabis, um Hanf. Um Hanfsamen. Und ich habe absichtlich diesen kleinen Anfang genommen. Ich habe das absichtlich auch in den Titel gepackt, weil viele einfach fälschlicherweise bei Cannabis, bei Hanf einfach von Rauschmittel, von Droge ausgehen. Noch schlimmer, und das sage ich wirklich noch schlimmer, viele denken bei Cannabis an was ganz Schlimmes, also als eine Einstiegsdroge und so weiter. Ich finde, es ist längst überfällig, das Ganze auch als Rauschmittel zu legalisieren in Deutschland. Längst überfällig, auch wenn ich kein typischer Kiffer bin, finde ich. Es gibt unter gewissen Umständen hat eine absolute Daseinsberechtigung und ist im Vergleich zu Alkohol zum Beispiel. Also wirklich, ich glaube, dass durch dieses falsche Bild einfach das zu was ganz Schlimmem gemacht wird. Und aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Können wir sehr, sehr, sehr gerne mal drüber reden. Wie gesagt, ich kenne Cannabis schon sehr lange als Jugendlicher, habe ich es eben als Rauschmittel kennengelernt. Heutzutage halte ich immer noch wahnsinnig viel von Cannabis, zum Beispiel in Form von CBD-Öl. Das, was ich eben, wir haben alle so einen Verdampfer und ich schwöre auf CBD-Öl, das auch schon mal, weil mich da auch sehr, sehr viele nachfragen. Aber insgesamt hat Cannabis so viele gute Eigenschaften. Und heute wirklich mal die Eigenschaften als Lebensmittel. Marc, mein Kameramann, hat letztens wirklich so einen dicken Sack mitgebracht, 2,5 Kilo Hanfsamen. Und ich habe ein bisschen recherchiert, wie gesagt, und ich habe mich gar nicht so stark damit mal beschäftigt, was da alles an Nährstoffen drin ist. Wenn mir jemand wirklich diese Nährstofftabelle gegeben hätte und ich wüsste nicht, was das für ein Lebensmittel ist, hätte ich gesagt, wow, das ist eines der besten Lebensmittel, das ich je gesehen habe, rein von den Nährstoffen, von den Vitalstoffen. Das ist einfach unglaublich. Und wie gesagt, das Ganze ist auch recht günstig. Ich glaube, der ganze Sack, wie viel hat er gekostet? 10 Euro, 2,5 Kilo irgendwie bei eBay oder so. Ich kann euch da einen Link reinhauen. Ist gut Verlinkung, aber ist keine Werbung. Gar nicht. Wie gesagt, Hanfsamen sind so reich an Mineralstoffen, an Vitaminen, besonders auch an B-Vitaminen. Besonders, ich finde Hanfsamen wirklich als Veganer zum Beispiel ein Muss. Werde ich auch gleich noch sagen, warum. Wir versuchen aber auch, immer weniger tierische Produkte zu essen, versuchen da die guten Alternativen irgendwo aus pflanzlichen Lebensmitteln zu bekommen. Das solltet ihr auch machen, aus ethischen, moralischen Gründen. Und Hanf, Cannabis, Hanfsamen sind wirklich, also ist das Ding schlechthin. Warum? Wir haben alle essentiellen Aminosäuren. Wir haben insgesamt ein perfektes Aminosäurenprofil. Und das ist unter pflanzlichen Lebensmitteln oder unter Pflanzen einfach so eine absolute Seltenheit. Deswegen sage ich auch, ihr müsst immer kombinieren. Bei Hanf theoretisch nicht. Ihr sollt natürlich nicht euren ganzen Eiweißbedarf aus Hanfsamen decken. Aber wir haben wirklich alle Aminosäuren in einer perfekten Zusammensetzung. Die ist wirklich, wirklich gut. Die sind sehr gut verdaulich, die Eiweiße. Wir haben super viele Ballaststoffe. Hilft, wie gesagt, der Verdauung insgesamt, einem guten Magen-Darm-Wohlbefinden und so weiter. Absolut genial. Wie gesagt, viele B-Vitamine, die wir sonst eben, besonders wie Vitamin B2, die wir sonst eher in tierischen Produkten haben, besonders auch in Leber und so weiter. Deswegen auch für Fleischesser auch eine super, super Quelle, eben B-Vitamine zu decken. Super viel Zink, Magnesium super reich, Vitamin E, wir haben sehr viel Kalium, wir haben super, super viele ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Auch das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 ist in Ordnung, ist gut. Wir haben ungefähr, ich glaube, 3,7 zu 1 Omega-6 zu Omega-3. Viele Omega-3-Fettsäuren. Wir haben aber auch sehr, sehr, sehr gute andere Fettsäuren mit drin. Viel essentielle Fettsäuren, die auch entzündungshemmend sind, die insgesamt auch für die Hormonproduktion wichtig sind. Also wirklich absolut genial. Wir haben so gut wie keine Kohlenhydrate. Deswegen auch Hanfsamen für Leute in der Anabolen-Diät super geeignet. Das, was ich gerade gemacht habe. Wie gesagt, ihr könnt die so essen. Ihr könnt die so crunchen. Es ist wichtig, dass ihr die zercruncht. Nicht einfach schlucken, ähnlich wie bei Leinsamen. Ihr müsst die zercrunchen. Es geht vom Geschmack wirklich ganz in Ordnung. Ihr könnt die tatsächlich so ein bisschen knabbern, so ein bisschen knuspern ins Müsli rein. Aber wie gesagt, denkt daran, dass ihr die zerknauscht. Ich fand die ein bisschen bitter. Ich finde auch CBD-Öl so bitter, dass ich es eben deswegen auch verdampfe, weil ich es wesentlich angenehmer finde. Ich habe einfach mal überlegt, kann man das Ganze karamellisieren mit Erythrit? Habe da ein bisschen Erythrit reingepackt, habe das Ganze ein bisschen karamellisiert und schon ist dieser bittere Geschmack fast weg. Und schon könnt ihr die super, super knabbern. Das schmeckt wirklich wie Nüsse. Die sind auch gar nicht so hart. Also ist nicht wie Leinsamen zum Beispiel. Ihr könnt die super crunchen, ihr könnt die super bei der Arbeit als Snack nehmen. Wie gesagt, durch die Fette, durch das Eiweiß, durch die wenigen Kohlenhydrate ist das eine super Sache wirklich für zwischendurch, eben im Büro, um das Ganze ein bisschen zu knuspern und so weiter.
Ihr könnt auch das Ganze mit ein bisschen mehr Erythrit zum Beispiel nehmen. Ihr könnt auch natürlich auch Zucker nehmen, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Daraus euch direkt auch Riegel machen. Ihr könnt das Ganze ein bisschen mehr karamellisieren und dann habt ihr einfach Riegelchen. Oder ich verspreche euch, ich werde jetzt mehr Rezepte noch für euch irgendwie erfinden, raussuchen oder irgendwas machen, weil ich es so gut finde, dass ich wirklich finde, das sollte auf jeden Merkzettel, auf jede Ernährungstabelle. Ich war ziemlich baff, als ich die Nährwerte gesehen habe, als ich den Preis gesehen habe. Und der Geschmack überzeugt mich auch. Ich glaube wirklich, dass man da geniale Müslis draus machen kann. Vielleicht Riegel, vielleicht kleine mit bisschen Obst, ein bisschen Frucht, so kleine Powerbällchen oder so, wie ich das schon mal gemacht habe. Ich werde mir da auf jeden Fall was bei überlegen. Das aber schon mal, wie gesagt, einfach karamellisieren. Erythrit, das ein Ganze in die Pfanne, ein bisschen erhitzen, ein bisschen Erythrit dazu, bis es flüssig wird. Ein bisschen warten, ein bisschen abkühlen lassen, ganz wichtig. Und schon habt ihr eine super knappe Reife zwischendurch. Bei den Nährwerten, das ist absolut, das ist wirklich ein Superfood. Ihr merkt, ich bin begeistert und ich finde wirklich, dass eben deswegen auch dieses Video. Ich möchte, dass das Hanf und Cannabis, dass das nicht verteufelt wird. Wie gesagt, auch als Rauschmittel hat es absolute Daseinsberechtigung. Ich möchte euch um Himmels Willen nicht zum Kiffen animieren. Ganz im Gegenteil, ich finde, Kiffen trägt nicht dazu bei, wirklich Vollgas zu geben und Leistung zu bringen und so weiter. Aber ich finde, es darf auch nicht irgendwie als was ganz Furchtbares dargestellt werden. Und Alkohol auf der anderen Seite als etwas Tolles und abends ein Glas Wein. Für mich ist einfach das so ungerecht und das ist einfach absolut, das darf nicht sein. Und wenn wir uns, wie gesagt, Hanf als Lebensmittel anschauen, und ich glaube, es war eine lange Zeit, ich glaube bis 82 war überhaupt der Anbau in Deutschland überhaupt verboten. Das heißt, es gab überhaupt keine Hanfprodukte, weil es eben so stigmatisiert war. Das ist Blödsinn. Das ist eine der ältesten Nutzpflanzen und insgesamt. Es gibt Völker, die, wo man natürlich nur korrelativ, aber wo man davon ausgeht, dass das dazu beiträgt, dass sie einfach viel, viel älter werden, durch die ganzen Antioxidantien mit drin, durch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, durch die ganzen Dinge, die eben ein Altern der Zellen verlangsamen. Und ich werde mich da wirklich noch mehr reinlesen, aber jetzt schon mal wirklich, besorgt euch Hanfsamen. Das meine ich echt ernst. Und macht euch daraus entweder eine kleine Knabberei oder bitte, wenn ihr ein geiles Rezept daraus kennt oder habt oder sowas, bitte unbedingt in die Kommentare. Ich bin super gespannt darauf. Deswegen, meine Freunde, heute dieses kleine Video, auch vielleicht ein bisschen politisch, aber das können wir in einem anderen Video mal besprechen, mein Standing sozusagen insgesamt zu Marihuana, zu Hanf. Wie gesagt, ich kenne es nur aus meiner Jugend und heute als CBD-Öl und kommentiert fleißig. Bin ganz gespannt. Eure Meinung, vielleicht auch wenn ihr für eine Legalisierung seid, schreibt mal drunter, warum. Ich finde, all die Gründe, die dafür sprechen, sind keine wirklichen Gründe. Können wir gerne mal diskutieren, meine Freunde. So, ich bin jetzt ein bisschen nachdenklich. So, bis dahin, abonniert den Channel, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Besten Supplements selbstverständlich. Body AP Nutrition, besten Klamotten, BAP Web. Bis dahin, Neusi. Was kurwa. Das ist schon.